herzliches Hallo an unsere sexy Zuschauer vor dem Bildschirm. Wir sind Spielbar.de und wir spielen heute mit Hawk. Mein Name ist Finn und mein Name ist Alex. So, dann starten wir auch gleich mal mit dem Spiel. Wir starten natürlich auf Multiplayer, weil wir natürlich zwei sind und auf der Offline-Version. Wir spielen gegeneinander als erstes die Map Castle. Es gibt viele verschiedene Maps und das ist halt jetzt unsere erste. So. Würdest du denn da gerne etwas zum Gameplay sagen? Genau, also Nidhogg ist ein 2D-Spiel mit Jump'n'Run-Elementen. Primäres Ziel ist das eben gezeigte Töten des Gegners. In diesem Fall der Finn ist das gelbe Männchen und ich das andere. Die Steuerung ist eigentlich recht simpel und recht leicht erlernbar. Es ist WASD für die Fortbewegung. Und F für Schlagen und G für Schlagen. Genau. Und für den Mehrspielermodus für die Zeit halt einstellen. Das Spiel ist halt relativ mit einem 2D-Modus aufgehalten, wie man das auch schon sehen kann. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Auf jeden Fall, das Ziel des Spiels ist einfach, dass das gelbe Männchen auf die rechte Seite läuft und das orange Männchen geht auf die linke Seite. Und wenn man halt am Ende angekommen ist, dann hat man das Spiel halt gefallen. Ja, also das Spiel ist hauptsächlich für den Multiplayer gedacht. Also man kann es so gesehen im Singleplayer gegen eine KI spielen, aber das macht bei weitem nicht so viel Spaß. Das ist mir gezeigt. Jetzt hast du mir gezeigt. Genau, also es macht sehr viel Spaß, gegen seine Gegner zu spielen. Vor allem wenn man gewinnt. Ja, wie man bei mir unschwer erkennen kann. Was bei mir nicht funktioniert. Ja. Was denn noch? Das ist auch das schöne Final Screen, wo du dann von einem riesigen Wurm, wahrscheinlich dem Nidhogg, mitgenommen wirst, aufgegessen wirst und somit dann auch eben der Gewinner des Spiels wirst. Genau, also in diesem Fall hat Finn die Partie gewonnen. Hier sieht man nochmal Kills 9. Er hat mich 9-mal besiegen können und Suicides hat sich einmal selbst umgebracht. Ich habe bedauerlicherweise nur einen Kill, dafür aber keine Selbstmorde. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass wir als erstes etwas erzählen mussten. Genau. So, jetzt starten wir auch weiter mit der, machen wir weiter mit der nächsten Map und jetzt sind die Clouds. Und jetzt kannst du ja richtig spielen, weil... Ja, die Map hat eine kleine Besonderheit, die ich mal kurz zeigen kann. Und zwar diese, wie unschwer zu erkennen, in den Wolken und Teile der Map können verschwinden, wenn man zu lange stehen bleibt. Das verfeinert das äußerst rasante, schnelle und intuitive Gameplay. Ja, wie gefällt dir das Spiel? Ja, da hast du absolut recht, Finn. Nur du vergisst eine Kleinigkeit. Ja, welche dann? Das ist eine exzellente Frage. Ich muss kommentieren. Ich muss gut aussehen, in die Kamera gucken. Ich kann mich auf alles konzentrieren. Hier sind die Wolken. Genau. Finn, ja, danke, Finn. Damit ich auch mal eine Chance habe. Ja, klar. Jetzt. Genau. Eine relativ nette Multiplayer-Sache ist.
Ja, also wir spielen dann noch kurz das dritte Level. Das dritte Level, genau. Und fassen dieses spielerische Kunstwerk nochmal zusammen. Hier befinden wir uns in einem äußerst ästhetischen Waldlevel. Ja, das läuft gar nicht gut. Also, nein. Aus dem Nichts beeindruckend. Also dein Können. Verstecken, wie man gerade bei mir gesehen hat. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Ja gut, das kam jetzt äußerst wasch. Ich weiß jetzt, wo ich bin, aber er hat mich nicht. Okay. Er hat mich trotzdem erwischt. Ja, also ich bin dein Skill halt. Ja. Und schon wieder habe ich gewonnen. Ja, und er hat auch die dritte Partie gewonnen. Und deswegen würde ich sagen, ich bin halt nun mal der Bessere in diesem Spiel. Alexei, ja. Du musst halt noch so einiges lernen. Und Dankeschön, dass ihr halt zugesehen habt. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis dann. Ciao.